Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Es wird Zeit für mein Testfazit zu den Google Pixel Buds, den schnurlosen, den drahtlosen Kopfhörern aus dem Hause Google. Wobei so richtig schnurlos stimmt ja nicht ganz, denn die Dinger werden zusammengehalten und müssen auch. Ihr könnt nicht einfach hingehen und die Schnur durchschneiden. Die Teile hatte ich jetzt gute 2 Wochen lang im Dauereinsatz. Hab sie überall mit getestet. Natürlich mit einem Google Pixel Smartphone, aber auch mit anderen Android-Geräten, mit einem iPhone und natürlich auch mit Laptops und was nicht alles, hatte die Teile ganz normal im täglichen Dauereinsatz, sage ich jetzt einfach mal. Und wir gehen das Video jetzt hier Schrittchen für Schrittchen durch. Habe ich schon Abnutzungserscheinungen? Wie bewerte ich die Qualität? Tragekomfort? Natürlich das Wichtigste, wie ist der Klang von den Teilen? Aber auch, wie ist die Akkulaufzeit? Ich habe mal wieder ein Post-it gemacht. Wie funktionieren die ganzen Zusatzdienste, die Google damit anbietet und, und. Ich mache es aber direkt für die Ungeduldigen, nehme ich es vorweg. Ich kann die Dinger nicht empfehlen. Nicht für den Preis von 180 Euro. Und ich sag mal, selbst für die Hälfte würde ich nicht zu den Dingern raten. Versteht mich nicht falsch. Klanglich gehen die in Ordnung, solange es um euch rum nicht zu laut wird. Ja, auch die Akkulaufzeit. Google gibt 5 Stunden an. Ich komme so auf 4 bis 4,5. Das passt auch. Aber im alltäglichen Einsatz kriege ich mit den Dingern einfach Gefühle. So, aber der Reihe nach. Habe ich das Gefühl, dass die, ich sage jetzt einfach mal, 2 Jahre durchhalten können? Naja, ich weiß, ich habe hier so ein kordelummanteltes Kabel zwischen den Dingern. Jedoch, ich muss ja immer hingehen und jetzt, jetzt ist es schön, dass wir gerade wieder ausgegangen sind. Das ist auch so eine Sache, aber vielleicht hört ihr gerade die Musik, die jetzt rauskommt, weil ich habe die Dinger einfach nur in die Hand genommen. So, gehst du mal wieder aus? So, also der Reihe nach. Von außen. Wir haben diese Kordelteile. Wir haben, ich zeige euch jetzt hier nicht Ohrenschmalz oder sowas, wobei die da eigentlich ziemlich okay mitgehen. Also, dass die verdrecken, dass ich hier Kratzer reinkriege, habe ich noch nirgendwo das Gefühl. So, wo ich aber viel weniger Vertrauen in habe, ist das Case. Gerade die Klappe. Das ist hier so dünn und stoffmäßig, dass ich nicht glaube, dass die Klappe einen härteren Urlaub, was weiß ich, wo man wandern geht, wo die wirklich in der Natur rauskommen. Ich muss sagen, natürlich, wir haben Winter. Ich habe das Ding in der Jackentasche sehr oft transportiert, hin und wieder im Rucksack. Aber ich will nicht wissen, wie das Stoffding nach einem harten Sommerurlaub oder Strandurlaub aussieht. Und dann hier oben diese Deckelverbindung. Das ist einmal ziehen und ich habe das Gefühl, ich habe den Deckel ab. Habe ich da jetzt aber schon Kratzer oder sowas drin? Hier oder da? Nein, das ist einfach nur so ein Gefühl, wo ich denke, das wird nicht lange halten. Wo ich gar nicht so die Probleme hätte, wäre auch die Kordel, dass das hier beim Abknicken dauernd irgendwie da zwischen, also dass da irgendetwas passiert. Ich weiß nicht, die Kamera versucht das, ist immer schwer, das hier euch zu zeigen. So, aber, ne? 30. Ja, das ist sehr schön, dass 30 irgendwas ist. Ihr müsst, und das will ich, das ist mit mein alltäglicher Hauptaufreger. Und ganz ehrlich, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, Apple hat da den goldenen Gral erfunden oder andere, die halt deutlich einfacher, wo man eine Hülle hat, ein Case hat und die Kopfhörer einfach reinsteckt. Ich will das hier gar nicht mies machen, aber im Vergleich ist das ein bescheuertes System, dass ich hier diese Kordel habe, die ich dann irgendwie rumwickeln muss und dann in dieser Führungsschiene und dann reinmachen muss. Natürlich, wenn man das Ganze 100, 200 Mal gemacht hat, dann kann man das immerhin noch, was weiß ich, doppelt so schnell wie am Anfang. Das nützt euch aber trotzdem nichts, wenn ihr da mindestens 5 bis 10 Sekunden jedes Mal dran seid und das Ding reinfrickelt. Und auch beim Rausziehen. Es ist ja nicht so, man klappt es auf und kann dann einfach dran ziehen. Das ist nämlich auch das, wo man aufpassen muss. Man muss trotzdem wegen der Führungsschiene, weil die Lasche oben ist, die Dinger rausziehen. Das ist alles. Ja, ich höre da einige schreien, stell dich nicht so an, daran kann man sich gewöhnen. Oder wenn man es drin hat, diese motorischen Sachen. Ja, aber das ist so eine Sache. Ich glaube, bis man so eine Bewegung wirklich drin hat, dann macht man das 6.000 Mal oder 3.000 Mal und 6.000 Mal zum Verlernen. Oder ich weiß gar nicht, was da die Psychozahlen sind. Aber es ist ein System, das ist im Vergleich hierzu Murks. Muss ich ganz einfach sagen. So, und das ist, ich weiß, kabelgebundene Kopfhörer ist man immer dran und versucht sie zu entknoten. Oder wenn man sie hinterher aufwickelt, dass sie sich nicht verknoten, geht da auch für Zeit drauf. Ja, aber das ist ein System, nein, das hätte man besser machen können. Dann, dass die Dinger, wir haben das Kabel hier zwischen den Dingern und es kommt, wie ich inzwischen auch gelernt habe, vielen Dank da draußen, hinter den Nacken. Kann man mit rumlaufen, hat den unglaublichen Vorteil,
verstehe ich inzwischen auch. Ne? Die Dinger, wenn sie mal rausfallen, gerade jetzt im Winter, wo man dann doch mit Kapuzenpullis rumläuft, ne? Wo man dann immer aufpassen muss, selbst wenn man die sich dann mal hier runterreißt vom Kopf oder sowas. Es geht nicht flöten, es baumelt halt immer noch schön rum. Und dass man die auch rausmacht und wenn man nichts hat, um die Kopfhörer irgendwo reinzustecken, was weiß ich, gerade die Mädels da draußen, weil sie ein Kleid haben, keine Tasche dabei haben, keine Jacke dabei haben, aber dass man trotzdem die Kopfhörer nett um den Hals wickeln kann. Ich meine, das kennen wir auch von den großen Kopfhörern, ne? Dass die Leute damit dann rumlaufen und das verstehe ich dann auch hierbei, ne? Dass man andere Dinger müsste man, dann hat man doof in der Hand. So, okay, ja, gebe ich den Dingern, hat alles Vorteile, hat aber auch Nachteile. Was ich aber, wo ich wieder Gefühle kriege, ihr habt hier diese Schlaufe und diese Schlaufe ist dafür da, um halt, naja, die könnt ihr größer und kleiner machen und diese Schlaufe passt dann in euer Ohr. Hat den Vorteil, ihr könnt die damit die Passform oder die Kopfhörer, die Pixelbuds an eure jeweiligen Ohren anpassen. Das heißt, ja, wenn ihr hier ein größeres Ohr habt, dann macht ihr hier eine größere Schlaufe und dann ein kleineres oder umgekehrt. Das ist okay. Ich mag auch das Tragegefühl. Das gebe ich den Dingern auch, wenn ich immer wie vor die Dinger immer vorne rum anziehen will, nicht hinten rum. Ja, ich persönlich komme damit klar und jetzt habe ich gerade die Schlaufen verstellt. Da muss man mal gucken, wenn ich die Dinger aber drin habe, dann egal wie schnell ich mich bewege, die Dinger bleiben drin. Gebe ich denen. Wobei auch hier mit Kapuze, mit Kragen muss man ein bisschen aufpassen, aber selbst wenn sie mal rausploppen, ne, bleiben sie halt immer noch hängen. Was aber Murks ist, und das sage ich jetzt schon wieder, weil es wieder das Problem ist mit dem Aufwickeln, beim Reinmachen und beim Rausziehen kann es immer mal wieder passieren, ne, ich habe die Dinger dann drin und dann ziehe ich hier an der Kordel und mache damit die Schlaufen kleiner und verstell das. Das heißt, wenn man ein kleines Öhrchen hat und nur die kleine Minischlaufe braucht, super. Wenn man aber eine große Schlaufe macht, dann garantiere ich euch, ihr seid immer wieder dran, die Schlaufe groß zu machen. Und das ist Murks. Ja, wir haben, Entschuldigung, dass ich immer den Vergleich ziehe, wir haben bei anderen Kopfhörern das Problem, Apple sagt selber, die AirPods zum Beispiel passen für 80%, weil sie einfach den Durchschnitt bilden. Und wenn ihr zu den 20% gehört, dann habt ihr Pech gehabt. Kann euch in der Regel, oder sage ich jetzt einfach mal, bei dem Pixel von Google weniger passieren, weil ihr es halt anpassen könnt. Jedoch ist es kein System, und das finde ich wieder schade, hier ist kein Rückhalt irgendwie, das verhindert, dass ich beim Rein- und Rausmachen immer mal wieder die Größe oder die Schlaufe verstelle. Und das ist so wieder was, wo ich mir denke, grrr. Deswegen sage ich, das ist hier netter erster Versuch, sagen wir es mal. Und ich hoffe, Google geht hin, und lernt aus diesen ganzen Sachen, lernt von dem Feedback. Und wenn sie die zweite Generation rausbringen, dann gibt es da Verbesserungen von der Aufbewahrung, von der Anpassung. Und dann sind wir alle glücklich. Aber erste Generation? Nee. Auch haben wir hier keine Ohren, also keine Hauterkennung. Bedeutet, die Dinger sind permanent aktiv. Und da kommen wir auch zum nächsten Ding. Ich habe nämlich im rechten, habe ich draußen die Touchfläche. Die, wenn ich es im Ohr habe, echt nett funktioniert. Ne? Pause, Play. Ich kann sogar raufwischen und runterwischen für lauter und lauter oder vor- und zurückspulen. Schön, 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 schön. Ich habe einen Doppeltap für den Google Assistant. Das funktioniert. Aber ich habe gleichzeitig auch wieder das Bedienungsproblem. Ich ziehe das Ding ab, frickel es wieder ins Case und komme irgendwie wieder an den Touch-Dingsbums und dann aktivieren die sich wieder. Und das sind so Sachen. Nein, 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 nein. Also gerade für den Preis von 180 Euro, dann will ich da wieder die Hauterkennung drin haben, ne, die halt einfach wissen, sind sie jetzt drin oder nicht. So, und das ist auch wieder so ein Punkt. Und das meine ich jetzt hier gerade. Das sind jetzt nicht Erfahrungswerte von ich teste das Ding jetzt mal 3 Tage und dann denke ich mir, ach, darin gewöhnt man sich. Oder nein, das sind so Sachen, die fallen dann auch erst nach 2 Wochen oder nach einer Woche intensiven Nutzungszeit auf. So. Kommen wir, wo wir gerade bei der Bedienung sind, und da muss ich sagen, es funktioniert. Und das ist das, was ich den Dingern wirklich lasse, dass ich hier die Lautstärkensteuerung habe, dass ich, das funktioniert nett. In Verbindung mit einem Pixelgerät, wa, ist das auch wirklich, wirklich brauchbar und die funktionieren wunderbar, solange ich sie nur mit einem Gerät benutze. Was mit den Teilen nicht funktioniert, ist schnell zwischen 2 Geräten hin und her wechseln oder vielleicht noch 3. Nein, das ist ein Aufwand. Ich weiß nicht, was Google da gemacht hat. Man muss erst die Dinger wieder ins Case packen, dann ins andere oder Bluetooth auf dem einen Gerät deaktivieren und dann finden die nur das andere, auch wenn die Geräte sich kennen. Dieser nahtlose Wechsel zwischen anderen Geräten, wie man das sonst kennt,
klappt hier nicht. Ja, man kann sie auch mit anderen Android-Geräten benutzen. Es sind dann ganz normale Bluetooth-Lautsprecher. Das funktioniert. Auch Sachen wie den Google Assistant, wenn die Android-Geräte, die den standardmäßig benutzen, kann man damit auch benutzen. Funktioniert. Ich kann auch hingehen und die Dinge als Bluetooth-Lautsprecher beim Kopfhörer beim Rechner benutzen. Ja, alles kein Problem. Als ganz normale Bluetooth-Dinger kann man die nutzen. Aber ich sage auch, ihr kauft oder ihr zieht die bitte nur in Erwägung, wenn ihr sie nur mit einem Smartphone benutzen wollt. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Exklusiv für das Pixel funktionieren die... Ach, ich halte hier das G6 in die Kamera. Exklusiv für das Pixel gibt es ja auch den Google Übersetzer, der nur so gut ist wie auch der richtige Google Übersetzer. Und da bewegt man sich sprachlich auf dem Niveau von einem 6-Jährigen oder vielleicht auch einem 8-Jährigen oder sowas. Das reicht. Ich habe selber mit Franzosen getestet und ja, es ist nett, dann einfach zu drücken und direkt loszubrabbeln und zu sagen, was heißt Hallo auf Mandarin oder auf Chinesisch. Und dann kriegt man das auch direkt ins Ohr gesagt. So, und dann kann man das sagen oder man lässt die Sprache aus, also oder man lässt die Leute, die anderen gegenüber, dann in den hier reinreden. Und ja, aber ich sag direkt, das Problem an diesem ganzen Ding ist, dass ihr so die Kopfhörer, die Dinger im Ohr habt und der an euch gegenüber nicht. Das heißt, die Sprachausgabe kriegt auch ihr nur ins Ohr. Zumindest das ist die Übersetzung von dem, was der andere gegen euch sagt. Und das heißt, der andere muss dann immer aufs Telefon gucken. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, ja. Und ich glaube, es wäre viel cooler, wenn zwei Leute diese Pixel-Kopfhörer im Ohr hätten und sich dann so unterhalten. Natürlich mit der Verzögerung. Aber diese Sache ins Smartphone rein und dann warten, gefällt mir noch von der Art und Weise nicht. Also wir sind noch nicht, bei weitem nicht, auf diesem Bubblefish-Niveau, sage ich jetzt mal. Die Leute vom Anhalter wissen, was ich meine. Und der Google-Übersetzer ist jetzt auf einmal nicht, kann auf einmal alles. Nein, ihr habt nach wie vor grammatikalische, holprige Übersetzungen, was nicht alles. Natürlich reicht das aus, um irgendwo nach dem Weg zu fragen oder was weiß ich, nach der Toilette oder irgend sowas. Ja, das funktioniert. Oder auch mal kurz zu fragen, hey, was heißt dieses und jenes Wort in der Sprache? Und dann fragt man nur, hä? Und dann, aber das sind alles Sachen, da kann ich mir auch ganz normal das Smartphone nehmen, das dann per Sprache fragen, mir das kurz anhören. Wer jetzt denkt, das sind die Reisedinger und damit stürze ich mich jetzt ins Abenteuer oder sowas. Nee, damit werdet ihr meiner Meinung nach dann auch weiter nicht glücklich. Kommen wir endlich mal zur Sprachqualität oder zur Klangqualität. Finde ich gut. Also sprachlich, Musik, Radio und sowas mag ich mir alles anhören. Geht klanglich total in Ordnung. Ich finde sie nicht so basslastig, gefällt mir. Auch die Mikrofonqualität, auch damit zu telefonieren. Das geht, also was heißt, es geht, das ist klar. Wenn es draußen windet ist oder ich habe Umgebungsgeräusche, dann habe ich hier nicht so ein Noise-Canceling-Feature oder sowas drin. Nein, 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 nein. Aber ich muss sagen, Audioqualität ist okay. Das ist was, womit ich absolut leben kann. Wobei ich auch sage, bisher reichen mir Apple Earpods, Apple AirPods oder von mir aus auch die Klangqualität von dem Bose reichen mir persönlich dicke aus. Damit bin ich zufrieden. Also das heißt halt nicht hier komplett der audiophile Mensch oder sowas. Nein, also der Klang geht total in Ordnung. Jedoch habt ihr das Problem, diese Ohrdinger schirmen so null ab. Da schirmen Apples Dinger nochmal besser ab. Ihr habt das Problem, sobald es etwas lauter wird um euch herum oder ihr habt andere Geräusche, wie wenn ich jetzt draußen denke, da fährt jetzt gerade das Moped durch die Gegend. Das hört ihr in eurer Musik oder was ihr gerade hört, in euer Hörbuch, ins Radio, richtig extrem rein. Also das schirmt null ab. Daran muss man sich klar sein. Und ich sage jetzt, ich weiß, viele Leute sagen, ach, was hast du denn? Das sind In-Ear, also kleine, noch nicht mal In-Ear Dinger, sondern Ohrmuschelkopfhörer. Die schirmen natürlich nicht ab. Aber das ist nochmal eine weniger abgeschirmte Welt, sage ich jetzt einfach mal. So, und nächster Schritt auch nochmal. Sobald es ganz leise wird und ihr habt auf eurem Android-Gerät und ihr startet eine App, dann werden die Kopfhörer für 3 Sekunden aktiv und ihr habt so ein Rauschen, so ein ganz leises Rauschen. Das fällt euch im normalen Alltagseinsatz oder wenn ich jetzt in die Kamera rede und dabei am Handy rumspiele oder sowas, null auf. Ist es aber ruhig, ne? Sitzt ihr, was weiß ich, mit den Dingern eigentlich. Nutzt ihr diese Dinger in einem Szenario, wo ihr gar keine Kopfhörer braucht, sondern weil ihr keinen stört, könnt ihr auch den Lautsprecher benutzen von eurem Smartphone. Dann hört man dieses Rauschen. So 3-4 Sekunden und es macht immer so ein ganz kleines so Kleck, Kleck. Also dieses Plopp, halt, wenn die Lautsprecher aktiv werden in den Kopfhörern. Ne? Das ist, wenn es leise ist, treibt euch das in den Wahnsinn. Und das ist bei jeder App oder egal, was ihr macht. Und das ist auch so was, verstehe ich nicht. Hab ich noch nie gehabt bei solchen Sachen. Also und das ist auch wieder so ein Punkt, das fällt erst auf, wenn man die ein paar Mal nutzt und wenn man es dann einmal hört, dann, wenn man mitbekommen hat, dann hört man immer drauf. So, kommen wir aber noch zur Akkulaufzeit. Also
Klangqualität passt. Ich sag mal, bei mir passt es mit dem Tragen. Der Klang passt und die Akkulaufzeit passt auch. Google selber sagt 5 Stunden, beziehungsweise 5 Stunden nur mit den Kopfhörern. Ich selber bescheinige den Dingern jetzt einfach mal 4,5 Stunden, wenn man nur hört. In dem Moment, wo man den Google Assistant benutzt oder telefoniert, also sobald das Mikrofon aktiv wird, verringert sich das so auf 4 Stunden. Also so ein Mischmasch. Natürlich immer noch 3,5 Stunden hören, aber was weiß ich, noch eine halbe Stunde telefonieren oder sowas. Oder eine halbe Stunde lang von diesen 5 angepeilten Stunden den Google Assistant benutzen, also damit aktiv, dass das Ding hier mehr auch in die andere Richtung sendet und Mikrofon arbeiten muss, kommt man auf 4 Stunden. Ich glaube, die von Google angegebenen 5 Stunden kann man erreichen, wenn man sie ganz leise stellt und dann halt nur Musik wiedergibt. Ja, aber trotzdem, 4 bis 4,5 Stunden passt. Dann wieder aufladen. Die laden sich ja im Case auf. Ne? Darüber werden die geladen. Sobald sie da drin sind, werden sie geladen. Das Case hat auch einen Akku. 10 Minuten im Case. Wenn die Kopfhörer komplett leer sind, 10 Minuten im Case lasse ich sie drin. Zum Beispiel, was weiß ich, ich habe einen langen Flug oder ich habe sie schon tagelang nicht mehr aufgeladen und jetzt steige ich in die Bahn und denke mir, jetzt gehen die Dinger leer. Und das ist ja auch was bei den Kabellosen. Ich kann hier nicht irgendwie ein Kabel anstellen und ohne Akku weiterhören. 10 Minuten im Case und ich kann die wieder 50 Minuten hören. Ist eigentlich ein guter Wert. Google sagt hin, in Kombination mit dem Case, also die Kopfhörer voll aufgeladen, also da die 5 Stunden plus Case aufgeladen, sind 24 Stunden, kommt man insgesamt damit über den Tag. Ich muss sagen, 3-mal kriege ich die Dinger komplett mit dem Case wieder aufgeladen. Ja, aber dass ich dann auch sozusagen aus der letzten Ladung nochmal, sag mal, 3 Stunden oder so rauskriege oder 4 Stunden, wie Google dann rechnet. Nee, ich kriege dann vielleicht nochmal 1 Stunde raus, maximal. Also 3-mal, also die Dinger voll aufgeladen, ne, 4,5 bis 4 Stunden und dann nochmal kriege ich 3 volle Ladungen aus dem Case und habe noch so ein bisschen über. So viel zur Akkulaufzeit. So, und damit bin ich alles durchgegangen. Verarbeitung, Tragekomfort, wobei ich sagen muss, so richtig geschwitzt oder beim Sport war ich jetzt die Tage über Weihnachten natürlich nicht mit den Dingern. Wobei, sage ich aber auch, bei dem Kordelzeug bin ich da eigentlich guter Dinge. Klanglich hatten wir das Ganze. So, jetzt kommen wir zu dem Preis. 180 Euro. Da bewegt Google sich ja 1:1 auf den Preis von Apple. Und nein, ich würde, selbst wenn ich ein Android-Gerät hätte, würde ich persönlich die Apple AirPods vorziehen, auch wenn die nicht ideal sind. Auch wenn ich hier diese Bedienung, die Touch-Bedienung ist wirklich nett gemacht, lauter, leiser. Ja, aber dieses ständige Verstellen von der Kordel, dass das die Dinger sich auch einstellen, jetzt laufen sie wieder, weil ich hier an den Touch-Dingsbums gekommen bin, weil ich sie rausgenommen habe. Das ständige Rein- und Rausfrickeln, nein, ist für mich keine Lösung. Und das sind plus die anderen Sachen, die ich erzählt habe. Das ist für mich, hätte ich die jetzt nicht zum Testen selber gekauft. So, und wer weiß, was da noch an Updates kommt, ja. Hätte ich die jetzt aber komplett für mich privat nur gekauft, ohne Mist, ich hätte die nach einer Woche direkt wieder zu Google zurückgeschickt und gesagt, nee Leute, so nicht. Erster Eindruck oder erster Versuch, für den ersten Versuch gar nicht schlecht. Das sind eure ersten drahtlosen Kopfhörer. Ja, aber das ist für mich das komplette Konzept, wie es jetzt funktioniert, Beta-Status. Das ist sowas, ihr sammelt jetzt da eure Erfahrung, schön, aber dann knöpft den Leuten bitte nicht 180 Euro dafür ab, sondern vielleicht maximal die Hälfte, ja. Und dann nächstes Jahr bringt er die zweite Generation aus und da habt ihr ein anderes Konzept und dann läuft es besser. So, und das sind meine abschließenden Worte. Kann ich einfach nicht empfehlen. Das ist sowas, auch nach 2 Wochen gewöhnt man sich nicht an das Kordelzeugs und nein, nein, nein. Und jetzt spielen sie schon wieder. Ich breche ab. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.